verabschiede mich jetzt hiermit von euch. Es war sehr schön, dass es diese Veranstaltung gegeben hat. Sehr wichtig. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die das organisiert haben, bei den Leuten, die hier aufgetreten sind, bei Leuten, die in der Organisation im Hintergrund tätig waren. Und es ist gut, dass es diese Strukturen gibt und wir müssen diese Strukturen ausbauen. Wir müssen schauen, dass wir so Veranstaltungen wie heute auch öfter machen können. Dass wir noch mehr Leute dazu bringen, dass wir sie größer machen können, dass wir einfach hier eine Kultur durchsetzen in Südthüringen, die positiv ist, die nicht irgendwie nur von Angst und Missgunst und Neid und der hat das und die hat das nicht und bla 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 und wieso hat die Mobiltelefon und ich muss mit dem Siemer BMW rumfahren, geprägt ist, sondern eine Kultur der Kooperation und eine Kultur, wo wir daran glauben, dass wir hier was Vernünftiges aufbauen können. Und es ist vollkommen klar, dass wir dieses Vernünftige nicht nur alleine aufbauen können hier, weil wir sind nicht alleine auf der Welt und wenn irgendwo eine Börse crasht oder irgendein Scheiß passiert, hat das irrsinnige Auswirkungen auf uns und wir können nicht unbedingt was dagegen was machen, aber wir können hier sehr viel machen, jeder von uns im Alltag und es ist schön, dass ihr da seid. Schaut, dass wir mehr Leute sind. Greift es auch ein, wenn ein Scheißdreck rundherum erzählt wird. Stehst du, macht's den Mund auf. Seid selbstbewusst, stellt euch hin, seid mutig, seid auch einmal kühn. Seid ein Vorbild, auch für die anderen Leute, die noch nicht so mutig sind. Seid Leute, an denen man sich festhalten und aufrichten kann. Seid Leute, die zeigen, dass eine andere Welt möglich ist. Und zwar nicht irgendwie in 100 Jahren oder in 150 Jahren, sondern heute, jetzt in der Sekunde ist eine andere Welt möglich. Jetzt hier gerade in dieser wunderschönen Ruine ist eine andere Welt. Ja? Natürlich, wir gehen nachher da raus und dann ist da wieder eine andere Welt. Und die ist vielleicht nicht mehr so schön. Aber das, was wir hier machen, das können wir auch verstetigen im Alltag. Und wir können das machen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns von diesem Pack, was da drüben feiert und hetzt, ja, uns irgendwie geil findet, auf Schwächeren rumzutrampeln und die es geil finden, wenn man irgendwie mal die Sau rauslassen kann und sonst was. Verstehst du, wir sind auf Schloss Waltersroda, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass wir nicht feiern können. Also so ist es nicht. Ja, aber wir feiern nicht auf Kosten anderer Leute, wir feiern mit allen Leuten. Wir feiern in einer Kultur, die mal was weiterbringt. Verstehst du, die gewisse Tatsachen über diese Welt auch akzeptiert. Und es ist eine Tatsache, dass auf dieser Welt bloß 80 Millionen Deutsche leben. Das sind 80 Millionen Deutsche. Und da wohnen 1 Milliarde Inder und 1,4 Milliarden Chinesen und irgendwelche, weiß ich nicht, 400 Millionen Bangladeschis. Und wir glauben, dass wir der Nabel der Welt sind, aber vergiss es. Und diese Probleme, die wir in der Welt haben, die können wir auch nur global lösen. Weil dieses System, mit dem wir es zu tun haben, ein globales Problem ist. Und deswegen müssen wir eine globale Solidarität organisieren. Und die fängt hier an, mit den Leuten, die hierher kommen. Und ich nenne sie nicht mehr Flüchtlinge, ich nenne sie Vertriebene. Weil jemand, der aus Syrien oder Irak hierher kommt, und auch Leute aus dem Westbalkan, die sind nicht einfach geflohen, weil sie es hier so lustig finden, weil so lustig ist es hier gar nicht. Sondern es sind Vertriebene. Es sind Leute, die vielleicht gegangen sind, weil da, wo sie wohnen, plötzlich kein Wasser mehr ist. Weil sie Öko-Flüchtlinge sind und sonst was. Und für diese ganzen Prozesse gibt es Verantwortliche. Es gibt Leute, die Waffen dahin liefern. Und viele davon sind deutsche Konzerne. Deutschland hat den Waffenexport um 100% gesteigert im letzten Jahr. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Flüchtlinge dieser Kriege als Vertriebene hierher kommen. Und Siemens baut in der ganzen Welt Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und sonst was. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Öko-Flüchtlinge auch hierher kommen. Aber ich bin auch nicht schuld. Ich habe noch nie eine Waffe verkauft. Noch nie. Also ich habe weder ein Panzer, noch ein Patriot-System, noch irgendwelche Nuklearwaffen. Ich habe noch nie verkauft, ich habe noch nie welche besessen. Ich habe auch noch nie ein Atomkraftwerk gebaut. Deswegen ziehe ich mir diesen Schuh auch nicht an, dass ich an allem schuld bin. Wir gehören mit den Vertriebenen zusammen. Und wir sind genauso gearscht. Wir sind alle gearscht. Wir schauen alle zu, wie die Welt den Bach runtergeht. Und da gibt es ein paar andere Leute, die feiern eine fette Party. Solange 360 Millionen Euro da sind, um auf Schloss Elmau einen G7-Gipfel abzufeiern, kann mir keiner erzählen, dass für die und für uns nicht genug Geld da ist. Und das ist auch eine Message,
die wir in dieser Debatte mit den Nazis mal raushauen müssen, dass sie die Trottel der wirklich Herrschenden sind, dass sie die Drecksarbeit derer machen, die Waffen liefern, indem sie hier die Opfer dieser Waffenindustrie dann noch fertig machen, wenn sie hierher kommen. Und wir müssen deswegen hier eine andere Politik auch reinbringen, die mal klar macht, wer zusammengehört und wer nicht zusammengehört. Und ich gehöre bestimmt nicht mit irgendwelchen Superreichen zusammen, sondern ich gehöre mit den Leuten zusammen, die ein scheiß Leben haben und hierher kommen und hoffen, dass es vielleicht irgendwann einmal besser wird. Und ich hoffe, dass es auch für uns besser wird. Ja, bei uns ist ja auch so, du verdienst 2,60 Mark, kommt jemand daher, will 2,70 Mark von dir haben. Und deswegen ist Solidarität nicht nur irgendwie ein schönes Wort und ein Gebot der Stunde, es ist eine Praxis, die wir aufbauen und organisieren müssen. Und wenn wir das aufbauen und organisieren, dann können wir eine bessere Welt aufbauen. Und zwar hier in Südthüringen kann das anfangen und es kann jetzt anfangen und es fängt schon an. Und es gibt nicht nur die Kasperle, es gibt uns auch und wir sind auch nicht zu wenige. Servus, gute Nacht, danke fürs Zuhören und danke dafür.